herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sommerland. Jetzt haben wir auch alles richtige Texture Pack drin. Yo. Anni, mach mal bitte dein Mauerdesign daneben noch ein Stück weiter, damit wir das erstmal einmal haben. Ich muss erstmal das Tunnel. Aber ehrlich gesagt, es ist Total Madness, das ohne World Edit zu bauen. Da müssen wir endlich mal den Tobi dazu kriegen, dass er das drauf macht. Aber World Edit zu installieren ist halt auch echt kompliziert, ne? Schon such a job. Da muss man schon ein Netz. Da muss man schon Administrator Andis dran setzen. Abitur für haben. Da muss man Abitur für Nein, haben. Da muss man einen eigenen Administrator dran setzen. Zwei Türmchen links und rechts neben dem Tor. Ja, genau. Wolltest du nicht auch noch irgendwie so ein bisschen was mit Stonebricks machen? Ja, kommt gleich. Gut, dann kopiere ich jetzt erstmal quasi hier die Seite hier auf die Innenseite. Alter, ich will World Edit. Naja gut, den Turm bauen kannst du ja wohl erstmal machen. Ja, es ist trotzdem behindert. Ich habe keinen Bock, die zweimal zu bauen. Ja, das würde ich jetzt auch nicht machen. Aber die Kommunikation stellt sich da leider manchmal etwas schwierig dar. Hä, wie ist das denn hier? Da sind Blöcke drauf. Irgendwie ist jetzt dein Tor ein bisschen... Ah, busy. Hier steht es ein Vor. Hä? Also irgendwie innen steht's ein Vor und draußen nicht. Richtig. Ja, soll das so? Weil hier noch keine. Ja, weil da keine Balustrade drüber ist. Wie? Nach hier ist doch noch die. Das ist ein dicker Melkini. Hier ist doch noch die Wehrmauer dran. Ja, aber nach hinten muss natürlich auch eine Absicherung zumindest sein. Ja, das kannst du noch. Also, es soll so sein, ja? Ja. Verstehe ich das richtig, ja? Ja. Ganz sicher. Ganz sicher. Ja. Dann brauchen wir jetzt hier ein bisschen Wood. Ich will das Tor bauen. Ich brauche welches Material. What you think? Welches Wood should we be using? Was machst du denn dafür einen Torführerschein? Ich habe eine Lizenz. Also eigentlich sieht dieses Wood, finde ich, hierfür ganz geil aus, obwohl es Acacia ist. Sag doch mal Acacia und ich ziehe dir die Eier lang. Acacia. Donde ist la Acacia. Ja, ist das jetzt hier genehmigt oder musst du noch einen einschalten? Wenn du Casey sagst, ist gar nichts genehmigt. Casey. Aber wir haben hier Problemas. Problemas! Donde ist da la Problema? Hä? Señor Vales! Hier ist Problema mit den Bricks, aber sieht halt scheiße aus. Ja, scheiße, wie sollen jetzt die Mitte markiert werden? Ich finde, es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus so. Senior Meester, was machen Sie? Senior Meester. Oh, you mean the door? Alter, es riecht ja einfach ekelhaft nach Nivea-Creme. Was machen meine Nachbarn? Ist das jetzt wegen Connected, dass der so gerade hochgeht? Nein, das ist ein anderes. Das sieht ziemlich cool aus, ja. Ein anderes Wood. Hat der Bossplayer. Alter, ist das eklig. Wood. Hier, mach was, es stinkt. Furz halt! Ja, tu ich schon. Warum hast du das Fenster offen, Andi? Es könnte gewittern, dann hören die Leute. Junge, Story of my life, ne? My life. It's my... Also, es geht nicht an. Bist du behindert? Ich will doch nicht unten diesen Strich sehen. Keinen hässlichen Zaun. Seid ihr behindert? Kilian war es. Dolm hat einfach richtig massiv abgestuhlt hier. Das geht nicht mit dem Holz, Dolm. Dude, ja. Wegen unten. Ja, ist okay. Story was dann? Of your life. Glas? Was denn? Glas? Ist was hier hin soll als Balustrade oder auch jetzt hier sowas? Aber nicht das gleiche wie hier, oder? Was war in dem Zaun eigentlich nicht so schlimm? Weiß ich auch nicht. Weil der farblich nicht dazu passt. Ja, dann tu was hin, was farblich passt. Normaler Fan. Tu was gegen. Mann, Dolm, wie oft muss ich's dir noch sagen? Es geht nicht! Was denn? Das war Andi! Hä, wie hat. Er hat geschummelt, er hat geschummelt, er hat meinen Bogen kaputt gemacht. Es ist nicht mehr der perfekte Bogen. Diesen Bogen habe ich nicht zertifiziert und er ist auch nicht symmetrisch. Ich werde diesen Bogen nicht bauen. Stopp, warum ist der unsymmetrisch? Ja, vergleich mal den Bogen hier und auf der anderen Seite. Das hat ja nichts mit symmetrisch zu tun, das darf ja ruhig so sein. Also ich finde, das ist illegal. Nee, das ist durchaus vom Bauamt genehmigt. Ja, dann muss das so sein. Andi, bist du eigentlich wie stellst du dir das davor? Wie soll man in den Turm jetzt hier dann reingehen? Keine Ahnung. Hey, hier unten durch die Mauer dann. Weil die Mauer geht hier noch so weiter. Ja, machst du so. So, erstmal kurz Story of my life. Freitagabend. It's my life. War so 0 Uhr, Fenster auf. Ich lag im Bett, war schon halb im Einschlafen, haben nebenbei noch auf dem Handy Breaking Bad geguckt.
mein Staffeldurchschau-Marathon. Bin jetzt schon in Staffel 4. So, ganz kurz jetzt, was soll hier hin dann anstatt Fans? Oder willst du auch so eine Balustrade richtig bauen? Andi? Achso, die Frage ging an mich. Die Frage ging an mich. Du hast dich eben beschwert, also musst du jetzt auch einen Gegenvorschlag machen. Aber sollst Fans? Aber ich finde eigentlich sieht Fans fast, also nur Fans echt fast komisch aus. Ja, das kann man auch machen, das kann man lösen. Mach's halt so. Was ist das Problem? Dann ist da Probleme. Warte mal. So, also ich lieg da so im Bett, Fenster offen. Also ich meine, wie laut ist ein Handy? Das war, glaube ich, fast volle Lautstärke. Dein Mobiltelefon. Ja. Telefon und der Mobil. Wie laut ist das? Also. Nicht so laut. Weiß ich nicht. Also, wenn nicht ich mein so Handy laut, im Badezimmer liegen habe und ich gehe aus dem Badezimmer raus, dann höre ich das Handy nicht mehr. Da klopft der Nachbar. Ich war so halb beim Einschlafen, weißt du, das Handy war kurz davor, mir ins Gesicht zu fallen. Klopft er an die Tür, wie ein Berserker. An deine Haustür, deine Wohnungstür. Ja! Echt? Ich war halt so kurz vorm Einschlafen. Herzinfarkt. Strampelmann gemacht. Hallo? Weil ich hatte auch keinen Bock aufzustehen, ehrlich gesagt. Du hast geschrien, hallo. So normal, hallo? Ja. Also, weil ich war mir erst gar nicht sicher, ob das Klopfen wirklich hier war oder im Film. Oh, also he's the one Serie. He's the one who knows. Nein, ja. He's the one, ja. Und dann? Geht das auch leiser? So, ja, sicher. Danke. Also, Alter, was wenn du, also... Ich denke mal, der wird das Schlafzimmer direkt neben mir haben und auch das Fenster aufgehabt haben. Aber da denke ich mir, also durch was die Rolle Wand, Ratsch? Das kann nicht durch die Wand so laut sein, das glaube ich. Nee, dann kannst du also, ich kann die oder? Nachts rumschreien, das hören meine Nachbarn nicht. Ich glaube einfach nur, die juckt's nicht. Ja, das Muster muss auf jeden Fall rübergeholt werden. Also, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Dass das durch die Wand so laut ist? Also gut, mir ist dann aufgefallen, ich kann das im Bett natürlich auch nur auf halbe Lautstärke machen. Ja. Macht jetzt nicht so einen großen Unterschied, aber ein Handy ist jetzt nicht so laut eigentlich. Ich glaube, durch Wände gehen in der Regel nur ratternde Bassrollen, oder wenn es wirklich richtig laut ist. Man weiß nicht. Aber die Mauer sieht jetzt so von innen richtig, richtig scheiße aus. Hey? Erst noch muss das hier hin. Oder sollen da auch noch Stairs vielleicht hin? Und dann müssen noch so Abschnittsdinger noch hin, auf jeden Fall. Oh. Also von innen sieht es mega, 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 mega behindert aus. Fancy, Mancy. Sieht halt noch langweilig aus, ne? Komm, tun wir was gegen hässlich. Ist gar nicht so teuer. Übrigens, jemand hat in die Kommentare geschrieben beim letzten Mal. Das? Lebensmittelskandal beim Bäcker. Ratten in der Backstube. Weil wir doch das mit den Silberfischen da hatten, Andi. Hier ist die Wo ist denn hier die Brennkammer? Hier ist der Kühlraum. Hinten. Ah, da hinten. Dom, hast du nicht noch ein paar Stories? Ja, kann ich jetzt aber mehr leider... mehr Stories of my life. Kann ich jetzt leider nicht... Ach, ich schon wieder aus. Oh, was ein Wappen, was ein Wappen. Ein Wappen, Gegenspringen. Wertschätzung zeigen. War auf jeden Fall Warnbrummer, als er mich geweckt hat. Also... Nee, als du ihn geweckt hast, ja. Hättest du erstmal laut furzen müssen und dann fragen so... Will? Da war ich echt verwundert, also... Hast du den Nachbarn jetzt schon mal vorher mit ihm Kontakt, oder? Ich glaube, ich glaubte zu wissen, wer da ist. Ja, schon aber gut. So richtig Kontakt kann man das nicht nennen. Contact. Enemy. 12 o'clock. 200 meters. Er war mir schon mal aufgefallen, weil er mit Adiletten im Waschraum unterwegs war. Adiletten ist einfach so das geile Wort. Dann was baust du da? Du baust Scheiße. So, wieso baue ich Scheiße? Du baust Scheiße. Nee, dann sieht besser aus. Sag ich doch. Also es muss auf jeden Fall dieses Muster innen sein und ich weiß nicht. Mir fehlt noch eine Treppe, ich muss noch Maueraufgang. Ach nee, der ist ja eh in der Kaserne. Kaserne? Ja. Stadtwache-Kaserne. Kilia, Kopf einschalten. Alles dasselbe. Auch so dumm zu sein. Wie findet ihr den Turm? Ich weiß nicht, ob der vielleicht zu niedrig ist. Ja, ich wollte jetzt nicht solche riesigen Wachtürme. Der Turm hat überhaupt keinen Sinn. Der hat ja nicht mal ein Fenster zum Rausgucken. Ja, doch, hier oben kann man dann der Stella Kathedrale machen. Da kann man nicht mal rauskieken. Ja,
Hey, das ist ein Open-Dings-Offener. Aber wir können einfach hier irgendwo noch ein Fenster rein. Eine Keekscharte. Soll der Open Source sein, oder was? Jetzt haben wir eine Keekscharte. Ja, die Keekscharte muss schon offen sein. Das macht die Keekscharte keinen Sinn. Alter, das sah mit Gitter 10-mal besser aus. Das ist echt, ja. Dann aber so. Mach das Keek-Fenster wieder rein. Die Keekscharte. Aber der sieht so eckig aus mit den Cobblestones. Ja, mach's halt weg. Hey, ich finde die Cobblestones gerade geil. Ja, aber warte, dann lass doch so teilweise nur machen. Ach so, was? Das Fenster muss woanders hin. Ja, ist ja relativ egal, aber irgendwo sollte es halt sein. Verlegt es aber auch um einen nach unten, dann passt's. Also machen wir ein bisschen weiter, kann ich ja schon mal den Eingang für ein Ding machen. Boah. Ich glaube, baller die Keekscharte rein. Keekscharte, weil Scharte rattert. Hauptsache, du hast jetzt so richtig behinderte Ebenen. Ja. Die, gell? Von hier oben aus gehen. Kommt ja an der Seite die Leiter runter. Das ist das Problem. Dann ist das Problem. Hattest du nicht noch sowas dann, wo so Ritzen sind? Irgendwie sowas mit Stairs unten dran? Ich kann mich nicht mal ans Design erinnern. Es war klar. Ja, ich reiß das jetzt ab. Nein, ich guck mir einfach irgendwann die Folge nochmal an. Fertig. Bis zur nächsten Aufnahme. Dann kann ich das. Andi ist ein echtes Naturtalent. Also wie geht die Mauer eigentlich mit Höhenunterschieden um? Die bricht durch. Also wäre ziemlich cool, wenn sie... Weiß nicht, ich hatte irgendwas mit Stonebricks, kann das sein? Ja, nee. Irgend sowas. Doch. Stonebricks meine ich nämlich auch, ja. So irgendwie. Ja, so zum Beispiel. Schau mal. Kennt ihr das eigentlich, wenn... Gebäude in eurem näheren Wohnumfeld einfach spawnen. Du hast das Gefühl, da war doch gerade noch eine Baustelle? Ich hatte das Gefühl, da war gerade noch eine Baustelle mit einem einstöckigen Rohbau. Ich krieg jetzt da aus dem Haus. Huch, 4 Stöcke. Ach, die also, da, wo wir immer langgelatscht sind? Nee, ich glaube, als du hier warst, da stand da noch gar nichts. Da war da noch Pläne. Pläne! Julian! Ich halte immer auf meinem Weg zur Uni an einem Gebäude, das ist auch von der Uni. Es ist direkt quasi eine Ampel vor und da, weiß ich nicht, als ich angefangen habe, haben sie unten den Keller ausgehoben und jetzt sind da so 7, 6 Geschosse. Passiert. Das ist schon Call. Call. Schon fleißig am, emsig am Arbeiten da, ne? Mannschaft Fußball? Weiß gar nicht, gibt es eigentlich auch spielfreie Tage? Ja, gibt es zum Beispiel, der letzte Freitag war frei. Wie ist bei mir Rambazamba? Heute spielt, wer spielt heute? Deinem Wohnort zufolge? Aber von denen ist ja gar keiner dabei. Türkei war gar nicht dabei, oder? Türkei ist sogar nicht so schlecht im Fußball, oder? Aber die waren, ich hab nicht mit... Ich hab ja auch nicht mitbekommen. Ever. Alter, so schlecht sind die nicht, die müssen sich doch wenigstens qualifizieren. Hey, was ist denn los mit dir? Nee, mit dir. Nee, mit dir, mit Andi. Was ist mit mir? Du hast da keinen Block hinter, das geht doch nicht. Symmetrie war auch schon mal besser, ja? Alles, was ich euch jemals beigebracht habe. Mann. Alter, bei irgendwer... Ja, bei wem fliegt gerade der Roffelkopf 15 durchs Zimmer, Andi? Fenster? Ist zu. Andi, laber keine Scheiße. Deine Fenster ist zu. Ja, deine scheiß Tür. Deine scheiß Tür, ja. Andi. Deine Tür ist das offen. Andi, ist zu. Andi, das gerade. Bei dir ist gerade der F15 oder der Staubsauger durchs Zimmer geflogen. Aber du hast keinen Staubsauger. Also bleibt nur die F15, wenn man logisch denkt. Ja. So, jetzt sollten wir mal langsam auch mit diesem Wachding hier anfangen. Ja. Du hättest den Wachturm einfach auf die andere Seite bauen sollen, Andi. Du bist so ein behinderter Mungo. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Ist es eigentlich normal, dass der Wachturm... Ist es nicht normalerweise so, dass man durch den Wachturm durchgehen muss, um auf die andere Seite der Mauer zu kommen? Ja, aber bei uns nicht. Unser Wachturm ist cool. Ja, unser Wachturm ist anders. Problem? Ja. unser Wachturm erfüllt nicht wirklich den Zweck. Na gut, er muss gut aussehen, ne? Das ist Hauptzweck. Hey, was hast du denn jetzt hier gemacht, Andi? Was? Du nutzt Materialien, an die man keine Leitern hängen kann.
Was ist das denn? Kann man an Treppen keine Leitern hängen? Nein. Scheinbar nicht. Not approved for work. Ja, it doesn't work like this. Ja doch, dann muss er... Muss unser Turm sieht aus wie die Geburtstagstorte. Willst du sagen, dass unser Turm scheiße ist? Ja, die Spitze gefällt mir. Er ist alternativ, er ist besonders, er braucht Freunde. Nee, wenn Andi und selbst, wenn sogar Andi mit seinem Turm unzufrieden ist, dann muss er wirklich sehr scheiße sein. Ja, soll das denn heißen? Wenn er nur, ein bisschen scheiße wäre, wäre Andi zu faul, nochmal was zu verbessern. Nein, war nicht bei Sommerland. Und wo, hä? Ist behindert, Alter? Schon? Und wo dann? Wo schon? Weiß ich nicht, mit dem PPM zum Beispiel. Wenn der Hang zum Beispiel nicht ganz perfekt gewesen wäre, hätte ich mir gesagt, YOLO. Ich glaube, Andi möchte etwas andeuten. Nee. War der Hang etwa nicht perfekt? Doch, der war perfekt. Andi? Ich glaube, da werden unsere ganz, ganz tiefsten Grundsätze gerade in Frage gestellt. Ey, ich bin Baggerfahrer Andi, ich baue nur perfekt. Aber ich finde, dann sollte unser Bachhaus heute so einen richtig geilen Übergang hier zur Mauer haben. Ja, definitiv, definitiv. Definitiv. Syphilis, Syphilis. Fancy, sie nennen ihn MC. Sie-Übergang. MC-Übergang. Ich glaube, der bringt ein neues Album raus, ne? Im September. Ja, hat er doch gesagt. Im September erst. Hat er, ja, irgendwie so ein Sticker gegeben. Was heißt September, Alter, ne? Die Zeit vergeht so schnell. Es ist einfach... Tippitoppi voll geil. Juli. Juli. Wenn die Folge rauskommt... Der Summer Sale ist einfach ja, schon durch dieses Jahr. Die Erfolge scheint am 1. Juli. Ja, krass. Und wir haben jetzt gerade Ende Juni. Und ich könnte wetten, es ist noch Frühling, gerade mal der Winter rum. Ja, es ist einfach Time Flies By, Alter. Komm mal... Jetzt einfach schon mein zweites Semester vorbei. Und jetzt kommen wir so vor, als wäre es. Hätte ich gerade erst angefangen. Vito. Crank. Ich verliere gerade, wie man denn den Übergang cool machen könnte. Ich habe erstmal den Weg für eine goldene Zukunft geebnet. Krass. Irgendwie so ein Obergeschoss, was so einen krassen Balkon hat, der dann halt zur Burg rüber geht. Zur Mauer rüber geht. Ich werde mit dem Turm einfach nicht glücklich. Andi, warum denn nicht? Muss man das probieren? Ja, machen. So sieht er auch echt scheiße aus. Ich fand den eigentlich vorher cool mit dem mit diesem Dreieck. Nein, sah aus wie eine Geburtstagstorte. Ja, warte mal. Seh ich hin. Andi hasst Geburtstage. Ich hasse Geburtstagstorten. Warum? Nein, eigentlich nicht. Ich mag eigentlich Geburtstagstorten. Ich hab einen Lieblings. Ich meine, es ist doch was zu essen. Ja, es gibt aber auch schlechte Kuchen. Ich finde ein Kuchen, der am öftesten schlecht gemacht wird, ist Marmorkuchen. Weil in 70% der Fälle staubtrocken ist. Mhm. Ja, dann musst du ihn einfach kürzer backen. Nö, einfach mehr Fett rein. Fett ist das Fett ist keine Lösung. Halbes Kilo Butter, dann hast du. Ist Fett eine Lösung. Also ich finde so einen Kuchen. Der so ein bisschen klitschig ist, gar nicht schlecht. Klitschig? Ja, so heißt das, glaube ich. Du meinst, der ist noch so halb roh? Also, nein, nicht so halb roh, negativ, halt so feucht. Der letzte Takt. Feucht. Du meinst ja. Moist. Moist. Ja. Moist. Saftig. Moistmeister. Moist wie? Alter, eigentlich, also ist das Ding jetzt auch mit der Waffenlagerung hier? Wie hieß das Gebäude nochmal, was hier... Stadtwache. Sind da auch die Waffen für die ja, Mauer quasi? Alter, das sieht kacke aus. Andi, ich glaube, du wirst nicht ganz warm mit deinem Turm. Nee. Weißt du was? Dann musst du den wohl auf die nächste Folge verschieben. Das glaube ich das ist auch. Scheiße, der Turm. Ich setze ihn nochmal zurück, gucke mir nochmal das alte Mauerdesign an und dann habe ich Spaß nächste Folge. Willst du dir anschauen? Was ist Spaß? Ja, aus der Folge, wo er dir das mal gebaut hatte. Okay, also. Oder er fragt Turbinator, ob ich ihm das Backup schicken kann. Also. Aber ich finde unser Ansatz schon mal, ich finde vor allem das Tor ist schon mal das Highlight. Das ja, Tor geht, ne? Ich glaube, er meinte wirklich nur diese Holzwand von Tor, weil er sie gebaut hat. Ich mache jetzt noch einen Screenshot des Jahrtausends. Warte. Worauf? Okay. Die Tür bolzen. 3, 2, 1, los. Also, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.